Hallo Leute und willkommen zurück zu Part 11 ist das jetzt schon. Ich habe mein Outfit ein bisschen geändert. Ich habe das Schwert des Schwarzen Ritters, wie gesagt, auf plus 5 hochgelevelt. Und jetzt schauen wir uns an, wie sehr dieses Schwert den Sullivan zerstört. Natürlich könnte ich das auch mit den anderen Schwertern machen, aber das ist jetzt nur mal so was zu demonstrieren, wie wichtig eigentlich Waffen-Upgrades sind. Unser Bild ist jetzt semi dafür ausgelegt. Und da ist er. Ho. Seht ihr? Wir machen mit einem Schlag fast 400 Schaden und staggern ihn. Heilen uns wieder, weil wir wollen halt den Effekt von dem Ring haben. Und ich kämpfe eigentlich ganz gern auf den Stiegen, weil dann trifft er nicht. Er beschwört seinen Klon und wenn wir weiterhauen, ist er eigentlich fast schon tot. Und das war's noch nicht. Oh nein. Aber jetzt dann. Zack, das war's. Habt ihr gesehen? Das war eigentlich ziemlich... Ja, einfach. Ja, es war einfach. Aber ich habe den Kampf schon oft genug gemacht. Deswegen, falls ihr Probleme habt, sucht euch eine Waffe mit halt einem Upgrade-Material von dem... Ich habe jetzt nichts mehr. Funkelnden Titanit, so heißt das. Und dann könnt ihr es locker bis auf plus 5 hinbekommen. Ich teleportiere mich jetzt nur zurück und wir sehen uns eigentlich gleich wieder dann hier. Ciao. Und da sind wir wieder. Oh. Entschuldigung, da hat jetzt mein PC extrem Schluck aufgehabt. Ich würde sagen, wir spielen ein bisschen mit der Lucian weiter. Die ist jetzt auf plus 7. Also auch eigentlich ziemlich gut für das Level. Wie kriegt man da beide gleichzeitig? Also beide Crystal Lizards. Ich mache immer so, ich mache auf einen eine Sprungattacke. Der landet dann am Boden. Der andere will verschwinden. Wieder Sprungattacke. Verhindern wir das. Maler Angriff und hoffen, dass der andere auch noch da ist. Passt. So bekommt man beide. Muss man halt immer hin und her wechseln. Diese Area. Diese Area ist ja berüchtigt für die Invasions, beziehungsweise wird ja auch als Gang City bezeichnet. Wir schauen, dass wir möglichst schneller durchkommen, weil ich meine, ich habe ein bisschen PvP-Erfahrung. Ein bisschen ist wahrscheinlich untertrieben. Aber wir wollen jetzt nicht unbedingt invaded werden. Weil es wäre wahrscheinlich ganz witzig. Man läuft da links vorbei, weil dann treffen die Feuerbälle von den Priestern einen nicht und die Riesen werden auch nicht wach. Und wir kämpfen halt jetzt gegen diese beiden NPCs da drinnen. Und die Lucerne ist eh ziemlich gut, gegen NPCs zu kämpfen, wie man hier sieht. Einfach wegen der Reichweite. Und der erste ist schon tot. Der zweite hat eine... wohl etwas längere Waffe, aber Hellebarden sind einfach ziemlich gut, was das Outspacing betrifft. Und der zweite ist tot. Er droppt seine Waffe. Die Waffe habe ich auch noch nie verwendet. Das müsste ich auch mal machen. So, da ist eine unsichtbare Wand. Ihr kennt das wahrscheinlich eh schon. Aber jetzt kämpfen wir wieder gegen die Bestien von Sullivan. Ich glaube, so heißen die lore-mäßig. Ich kämpfe meistens immer nur, also ich kämpfe immer nur gegen eine, deswegen stelle ich mich daher und versuche auch immer nur eine herzulocken. Gut, die andere hat nicht reagiert und dann laufe ich da weg. Sie startet nämlich immer mit so einer Sprungattacke. Und vielleicht kriegen wir es ja diesmal hin. Auf ihren Kopf zu, also oft auf ihren Kopf zu hauen.
damit sie in diesen Stagger-Modus geht. Aber ich fürchte... Ich fürchte, das ist nicht so leicht. Teilen wir uns zweimal zur Sicherheit. Ah, jetzt! Seht ihr? Jetzt können wir sie reposten. Und dann macht die nämlich... Ich hoffe, sie ist nicht tot. Gut, sie ist nicht tot. Sie macht sie nämlich was ganz Interessantes. Sie geht... Sie wirbelt so rum. Und geht dann in so ein... Ach Gott, das ist jetzt... In so ein Gebetsmodus. Sie... Nach einer Weile kommt sie wieder her. Ihr habt gesehen, wir wurden gerade invaded. Ich hoffe, er weiß noch nicht, wo wir sind. Wir versuchen jetzt die andere Bestie möglichst schnell umzubringen, weil gegen beide will ich nicht unbedingt kämpfen. Aber mal schauen. Boah. Wir schauen, dass wir die möglichst schnell erledigt haben und bekommen den Ring der Gunst. Oh, er hat aber freundlich genug auf uns zu warten. Wir bedanken uns natürlich bei ihm. Hallo. Danke fürs Warten. Ich werde das Bonfire entzünden und dann mal schauen, was er macht. Der Ring der Gunst ist ein sehr guter Ring, den man verwenden kann. Aber er war echt nett. Ich fürchte nur, er wird sich wundern, warum wir plötzlich eine plus 5 Waffe haben. Und ich fürchte auch, dass er nicht unbedingt gewinnen wird. Aber mal schauen. Komm, kämpf. Hallo. Hallo, 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 hallo. Er will irgendwie nicht kämpfen. Ja, ich kenne das Spiel, danke. Aber ich bin eigentlich immer lieber freundlich zu diesen Leuten, weil je freundlicher man ist, desto besser ist halt die Community. Seht ihr? Er hat jetzt gar nicht gegen mich gekämpft. Was für ein freundlicher junger Mann. Aber ich werde auch diese Seelen hier einlösen und wir sehen uns dann. Also, ciao. Und da sind wir wieder. Also, das ist jetzt sozusagen mein Bild. Da habe ich gelevelt. Das ist eigentlich meistens nur also Lebenspunkte und Geschicklichkeit, weil wir halt ein Geschicklichkeitsbild haben. So, und da klettern wir die Leiter hoch und ich habe mir eh überlegt, was rede ich in der Zeit, wo wir diese Leiter hochklettern? Ich meine, eigentlich wollte ich über Bonfire-Positionen in Dark Souls reden, vor allem in Dark Souls 3. Also, von all den Spielen mag ich Dark Souls 3 eigentlich am liebsten, aber es kommt mir am meisten vor wie ein Videospiel. Ich meine, da unten ist halt ein Bonfire, weil es angenehm ist, sich dorthin zu teleportieren wegen den Covenants. Also ich habe ja gerade einen Eid dort geleistet und es ist angenehm, da halt die Covenant-Items hinzubringen. So, jetzt laufen wir da durch, ohne hinzuschauen. Okay. Da kann man nämlich einfach ganz normal durchlaufen. Wenn man schnell genug ist, kriegt man auch keinen Schaden. Und beim 1 war das irgendwie so, dass die Bonfire so platziert waren, dass sie halt in der Story Sinn ergeben haben. Und da kriegt man irgendwie immer ein Bonfire, sogar nach jedem Boss kriegt man sogar ein Bonfire. Und ganz, ich meine, es ist angenehm, aber es ergibt halt wenig Sinn im Universum. Ich hab nicht so das Gefühl, dass das jetzt wirklich eine lebende Welt ist. Nicht so wie beim Einser halt. Und das finde ich halt schade.
So, und wenn wir alles richtig gemacht haben mit dem Unrequest-Line, was wir anscheinend nicht gemacht haben, dann sollte da dieser Pfad unsichtbar sein. Also das sollte weg sein. Wir werden es jetzt nicht auslösen, weil wenn ihr sozusagen mit der Unrequest-Line so weit fortgeschritten seid, dass sie eigentlich weg ist von der Kapelle von Yoshka oder Kathedrale von Yoshka, ich weiß nicht genau, wie sie heißt, und das ist noch nicht da, dann müsst ihr einfach nur mit Yuria reden im Feuerbannschrein. Und dann sollte das passieren. Weil das geht eh eigentlich ganz einfach. Wir kriegen da oben nämlich wieder ein Bonfire. Und können uns dann da auch wieder her teleportieren. Wir fahren rauf und dann machen wir ein bisschen sozusagen Geografie. Weil wir haben ja immer, wir sind ja eigentlich immer irrsinnig schnell durchgelaufen und haben uns nie wirklich was angeschaut. Und wenn ich das Bonfire entzündet habe, dann können wir uns mal ein bisschen reflektieren, wo wir überall waren und wo wir eigentlich begonnen haben. Weil wenn man sich da das anschaut, dann ist dieses große Schloss da ganz hinten das Lothbrick-Schloss. Und dort haben wir eigentlich begonnen. Und wir sind dann, ich werde jetzt einfach das Fernglas nehmen. Wir sind dann von diesem Schloss auf die Brücke da unten gekommen. Und sind weiter zu dieser Kathedrale des Abgrunds. Das ist diese Kathedrale des Abgrunds, wo wir gegen die Deacons gekämpft haben. Und ihr wisst ja, das waren ja sozusagen ein aufgeteilter Weg. Einmal gab es zu den Deacons, oder sie heißen, ich weiß jetzt nicht genau, wie sie auf Deutsch heißen. Und der andere war zu dem Wald von Farron. Und das ist genau dieser Wald da vor uns. Also, wenn man sich das da so anschaut, ich gehe daher, weil dann sieht man das besser. Hier, wenn man sich da das anschaut, haben wir in dem Gebäude da gegen die Abyss Watcher gekämpft. Also da hinten ist dieser Sumpf und der Wald, wo wir die Feuer ausgemacht haben und sind dann durch die Katakomben von Kathos gegangen und sind hier unten rausgekommen. Da unten ist sogar das Bonfire, wo wir waren. Und dann sind wir da in Irithyll lang und zum Schloss von Salivan. Das ist das da vorne. Und den ganzen Weg darauf. Wir können uns das jetzt noch besser anschauen. Und dann kann man mal sehen, welchen Weg wir eigentlich gegangen sind. Also welche tolle Leistung wir schon erbracht haben. Da ist nämlich ein unsichtbarer Weg und es ist immer hervorragend, sich da mal was anzuschauen. Ich finde das nämlich immer cool bei Spielen, wenn sie wirklich sowas machen. Aber wir machen jetzt weiter. Da kann man runterdroppen, das Bonfire entzünden und mit Yoshka reden. Da könnte man weiter runter droppen. Wenn ihr das schon mal gemacht habt, das ist jetzt nicht so spannend. Wir teleportieren uns zurück zu Anor Londo. Und dort werden wir weitermachen. Wir machen wieder dasselbe, was wir in jedem Level machen. Wir laufen durch. Aber bevor wir das machen, reden wir noch mit Yuria, deswegen sehen wir uns gleich im Feuerbannschrein wieder. Ciao. So, und das sind wir wieder. Speak honorable. Ah, good tidings. Thy spouse is ready. The Genau, auf das haben wir gewartet halt. Und wir sehen uns halt wieder bei der unsichtbaren Wand. Also bis dann. Und das sind wir wieder. Wie ihr seht, ist da jetzt die Wand weg oder die Statue weg und ich habe ja gesagt, ich habe vorhin
Lordran gesagt, das ist natürlich das Land aus Dark Souls 1. Das ist, dieses Land hier heißt Lothric. In Lothric datet man Mädchen, indem man sie entführt. Und nachdem man ein Mädchen einmal entführt hat, heiratet man sie natürlich. Weil ist sie einmal entführt, kann sie einem nicht mehr widerstehen. Hier, tolle Rüstung. Und genau das werden wir jetzt machen. Unser Ehering ist halt leider ein Schwert. Aber hey, das ist halt eine andere Kultur und ich urteile nicht. Und jetzt Ritual der Bekenntnis heißt es, aber im Grunde genommen ist das eine Heirat. Also all mein Wissen von Heiraten habe ich aus Dark Souls, deswegen nehme ich persönlich an, dass jede Heirat so abläuft. Bisher habe ich aber noch niemanden entführt. Deswegen schaut schlecht aus mit Heiraten für mich. Aber naja, wer weiß, was die Zukunft so bringt. Vielleicht werde ja auch ich entführt. Wer weiß. Ziemlich romantisch. Wenn man Invader ist und die Leute, und man invadet gerade jemanden und die Leute starten diese Cutscene, kann man sich selbst nicht abbrechen und ich habe sie immer gehasst dafür. Und naja, ich schätze mal, wir legen uns jetzt da zu unserem Mädchen und beenden die Folge. Und das, was jetzt folgt, kann ich euch eh nicht zeigen. Also, ciao!